Also wenn man historisch ein bisschen zurückblickt, dann besteht ja häufig die Tendenz, dass versucht wird, die Kommunikation der Bevölkerung zu überwachen. Auch ich bin in einem Land aufgewachsen, als die Staatssicherheit noch stark gegen die Bevölkerung gearbeitet hat, um möglichst Andersdenkende zu erkennen, zu verfolgen und zu bestrafen. Wie wichtig freie Kommunikation ist, weiß Kalman Graffi nur zu gut. Als Juniorprofessor für Informatik beschäftigt er sich heute mit der Sicherheit im Netz. Denn da gibt es einiges zu verbessern. Stichwort soziale Netzwerke. Also auch jetzt haben wir die Diskussion in den Medien, dass im Namen der Terrorismusbekämpfung noch mehr Überwachung stattfinden soll. Und da sollten wir uns schon auch als Wissenschaftler fragen, ob wir in welche Richtung das gehen kann und ob wir da nicht vielleicht doch Werkzeuge bieten können, die es dann doch erlauben, dass man zu seiner Familie und seinen Freunden sicher kommunizieren kann. Denn eine Gesellschaft ohne soziale Netzwerke kann sich auch Kalman Graffi nicht mehr vorstellen. Mit seiner Arbeitsgruppe hat der Informatiker ein eigenes Netzwerk entwickelt, dezentral und für sicherheitsbewusste Nutzer. Unser soziales Netzwerk, Liebe Social, ist ein Peer-to-Peer-basiertes, sicheres soziales Netzwerk, das so funktioniert, dass jeder Teilnehmer mit seinem Gerät, also seinem Notebook, seinem Desktop, sich diesem Netzwerk anschließen kann und ein Stückchen Rechenkraft dem Ganzen zur Verfügung stellt, also Bandbreite, Speicherplatz. Und in der Summe kommt genug zusammen, um das Netzwerk betreiben zu können. Wer sich hier einloggt, findet eine Profilseite mit Pinnwand, Fotos und Kommentarfunktion. Fast wie bei Facebook, nur eben viel sicherer. Auch in puncto Userfreundlichkeit steht Libre Social dem Weltmarktführer in nichts nach. Wir haben aber auch in der Entwicklung darauf Wert gelegt, dass wir ein Produkt oder eine Lösung nicht nur für uns Forscher erstellen, sondern natürlich wir auch den Nutzer im Blick haben und es für ihn anwendbar ist. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Social Media hat die Kommunikation nachhaltig verändert. Und Kalman Graffi ist stolz, mit seiner Forschung einen Teil dazu beizutragen. Wir versuchen, Lösungen zu finden für Probleme, die wir identifizieren. Das heißt, es kann schon ganz spannend sein, wenn wir eben sehen, dass soziale Netzwerke diese Problematik aufweisen, dann können wir uns einfach dran machen und eine Lösung dafür finden. Das ist schon ganz spannend, da so eine aktive Rolle einnehmen zu können in der Gestaltung der Zukunft vielleicht auch.